Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Warum stehe ich hier bei mäßigem Wetter auf der Weserbrücke in Bremen? Corona ist schuld. Wir waren eben auf dem Weg in die Stadt und haben unsere Masken vergessen. Und, jetzt nicht mehr. Und John war so nett, unsere Masken zu holen. Ja, können wir jetzt einfach losgehen? Ja, aber es geht jetzt nicht nur los mit dem Weg in die Stadt, sondern auch mit dem Vlog. So ist es. Viel Spaß. So, angekommen in der Innenstadt und vielleicht hat sich jemand schon gemerkt, also wir waren das nicht, obwohl schon das verdient hätte manchmal. Was ist mit dem Auge passiert? Also hier, ja, es war so, ich war gestern mit ein paar Freunden in der Stadt, also mit zwei Schulkameraden und ja, dort war so eine Gruppe von Touristen, also ich glaube, dass es Touristen waren, weil die haben halt kein Deutsch gesprochen. Es war halt so eine Klasse, glaube ich. Und die haben halt so mit dem Ball die ganze Zeit in einer Gruppe gekickt, haben also solche Spiele gespielt. Und ja, einer schießt so doll an der Gruppe vorbei, mir ins Gesicht, hat schön gezwiebelt, aber... So, ich würde sagen Volltreffer, ne? Ja, genau. Da waren wir hier bei Galeria Kaufhof, waren wir schon mal vor kurzer Zeit und da war ja auch schon alles kurz vorm Zumachen. Ich dachte, wir wären zum letzten Mal da gewesen, aber wir haben nochmal Glück. Nochmal hier. Grund ist jetzt, dass wir zu Saturn wollen, da ich mir einen neuen PC gekauft habe. Ja, der PC ist zu Hause. Die ganze Woche habe ich damit verbracht, das Ding einzurichten und auszutauschen. Jetzt habe ich eben zwei PCs, aber es fehlt jetzt noch so ein paar Teile. Und die müssen wir jetzt noch holen. Unter anderem, wie heißt das Teil? Moment, habe ich mal aufgeschrieben. Gigabit Ethernet Switch 5 Port. Um das Internet zu teilen, dass man also an beiden Rechnern eine Verbindung hat. Mal sehen, ob das hier noch vorrätig ist. Ja. Ganz ehrlich, ich bin echt traurig, dass sie hier rausgehen. Ja, weil das die ja zumachen. Ja, das stimmt. Also für Bremen ist das und für uns ist das ein Verlust, denn zu Karstadt gehen wir eigentlich gar nicht. Vielleicht demnächst öfters. Mal sehen. Wir werden sehen. Karstadt und Galeria ist ja eigentlich das Gleiche, nur ich bin halt immer in Galeria reingegangen, ja. Weil hier auch oben noch der Saturn drin ist. Also beides in einem. So, das haben wir schon mal gekriegt, das Teil. Und dann noch dazu Steckdosen, Verlängerung oder wie heißt das? Oder Doppelstecker. So, ja. Mehr Geräte, mehr Strom wird gebraucht. So, und jetzt gehen wir wieder nach draußen ins Herbstwetter, oder? Naja, den Rückweg nach Hause halt. Ja, genau. Na gut, der letzte Sonntag ist echt schon ein bisschen her. Hier in Bremen, wo echt mal noch Sommerwetter war. Aber gut, müssen wir uns drauf einstellen und machen wir ja auch. PC gekauft, die Konsolen laufen. Noch irgendwas für den Herbst? Netflix läuft. Alles gut also. Ja, bitte? Ja, danke. Wir sind's. Wozu hat man Kinder, dass sie einem die Einkäufe nach Hause tragen? Zum Beispiel. Ja, auch nur. Okay, jetzt mache ich 50 Milligramm. Hallöchen, wir machen hier gerade einen, den berühmt-berüchtigten Hefezopf, den wir ja, den ich sonst immer gebacken habe und den ich sonst immer eingetauscht habe, hier gegen selbstgemachte Marmelade oder Erbsensuppe. Hallo. Hallo, John. Verkehrte Welt, da muss ein Haushaltsneuling einer gestandenen Hausfrau meiner Mutter zeigen, wie man Hefeteig macht. Kannst du hier, dann nehme ich das später für meinen Kaffee hier. Wie kann das angehen? Was machen wir? Dass eine gestandene Hausfrau seit vielen Jahren nicht weiß, wie man einen Hefeteig macht. Das weiß sie, aber mit dieser Maschine geht es im Nu. Das geht so
Hocki Zocki. Das sind wir gar nicht gewohnt, dass wir hier nur uns so kurz für 10 Minuten treffen. Also wir müssen das hier noch ein bisschen auskosten. Der Teig ist gleich ratzfatz fertig. Aha. So, jetzt ist es wieder. Das ist der berühmte Thermomix, der hier gerade bedient wird. Ja, ich versuche ja, meine Schwiegermutter auch noch zu überreden, dass sie sich vielleicht auch so ein Ding anschafft. Aber nein, sie möchte doch nicht. Ich möchte nicht. Ich komme lieber zu dir. Ich glaube, sie ist kurz davor. Nein. So, hier ist er, der neue PC. Sozusagen frisch ausgepackt. Das Ganze war für mich jetzt viel billiger, als ich gedacht hatte eigentlich. So circa 850 Euro hat es gekostet. Ein Tower war nötig, der war hier drin. Dann natürlich Motherboard mit allem drum und dran. Für die, die sich auskennen und es interessiert, das ist es. Dann habe ich die Grafikkarte, die ich in meinem alten PC hatte, hier in den neuen PC eingebaut, weil die ein bisschen besser ist. Und diese habe ich in den alten PC verbaut. Das war die beste, die auf diesem alten Motherboard noch eingebaut werden konnte. Dann, ja gut, klar, Tastatur, dass ich beide betreiben kann, habe ich jetzt zwei Tastaturen hier und zwei Mäuse. Und ja, dass der Flugsimulator rausgekommen ist, hat sicherlich die Entscheidung so ein bisschen beschleunigt, dass ich mir den jetzt so schnell gekauft habe. Aber seit zwei Tagen läuft das Ding jetzt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon ein paar Mal mit dem Simulator geflogen und es war fantastisch über Bremen. Gerade abgehoben vom Bremer Flughafen fliegen wir jetzt gerade in Richtung Weserstadion, sieht man hier auch schon. Und da links daneben ist auch direkt das Stadionbad, mein Lieblingsfreibad in Bremen. Ja, meins auch. Ich kenne auch kein anderes in Doch, Bremen. Wir waren auch schon mal im Schlossparkbad. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Aber jetzt fliegen wir die Weser entlang in Richtung City oder Altstadt. Und ich muss mal sagen, das ist wirklich super gelungen hier. Also der Grund, sich einen neuen PC zu kaufen für dieses Spiel, ist nicht so ganz abwegig für mich. Und das Spannende dabei ist ja auch, dass man Sachen wiedererkennen kann in Bremen. Ja, also wer Bremen kennt, der wird hier einiges wiedererkennen. Hier fliegen wir jetzt gerade jetzt über die Altstadt, da sieht man rechts den Dom. Ja, und die Altstadt ist auch mein Lieblingsort in Bremen. Und jetzt links ist der Teerhof und jetzt fliegen wir über die Schlachte gerade rüber. Und ein bisschen weiter links sieht man jetzt die Brauerei Beck & Co. Und rechts sieht man den Fernsehturm. Von Walle, genau. Ja, das ist mal zum Demonstrieren, wer es nicht kennt, der Flugsimulator 2020. Eben gerade noch mit dem Simulator hier über Bremen und auch über die Schlachte geflogen und schon sitzen wir am Herbsttag hier. Es ist zwar noch einigermaßen mild so, aber man merkt doch schon, der Sommer ist vorbei. Aber kein Video ohne kühles Getränk. Hier ist es. Ja, sind wir wieder mal beim Paulaners und wir haben heute ein Paket mitgebracht, das wir aufmachen wollen. Ja, und ich habe auch ein kühles Getränk. Also vielen Dank an dich schon mal, Tim, dass du uns das zugeschickt hast. Wir sind sehr gespannt, was drin ist. Ja, sind wir. Ich bedanke mich auch schon mal im Voraus. Und oh, ich hoffe, es geht einigermaßen schnell auf. Mit Simone kann das ein bisschen länger dauern. Spaß, ich kann auch nicht so schnell ein Paket. Aber wie Stefan sagt, es ist irgendwie eher Herbstwetter. Aber als Bremer sitzt man trotzdem bei dem Wetter draußen. So, John, möchtest du mal anfangen? Zeitungspapier. Geh das mal hier rein, sonst geht das weg. Ja, oh, ganz schön windig hier. So. Herbstwetter kommt. Das ist Kerzen. Wahrscheinlich, oder? Genau. Das passt schon zum Herbst, zur Jahreszeit. Süße Grüße aus Kirchberg, da kommst du her. Vollmilchschokolade. Ganz ehrlich, total nett gemacht. Danke. Die Vollmilchschokolade mag ich auch am liebsten. Oh, guck mal. Oh. Da weiß jemand, dass hier Star Wars Fans in der Familie sind. Fun Fact, ich habe auch dieses Paket und hier ist noch ein Brief. Ich hoffe, ich kann es mal vorlesen. Ja, mach mal. Hallo Stefan, John und Simone. Ich verfolge euch seit eurem Sommerurlaub 2017. Und ich schicke euch dieses Paket, weil ihr die besten Vlogs macht. Ich hoffe, euch gefällt der Inhalt. Macht weiter so und bleibt, wie ihr seid.
Oh, danke schön. Das freut uns sehr. Und für Stefan ist auch noch was ganz Besonderes drin, nämlich ein Spaten Münchner Hell. Also du weißt, was Stefan schmeckt. Vielen Dank, Tim. Super, super Überraschung an uns. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diese tolle Dose. Ich sehe es zum ersten Mal, muss ich sagen, in der Dose, das Spaten Hell. Ansonsten habe ich das schon mal getrunken. Ich kenne das natürlich. Ich finde es sehr lecker und freue mich deshalb. Dankeschön. Bei mir gibt es was, was mal fliegen konnte, jetzt nicht mehr. Es gibt ein halbes Hähnchen, habe ich hier beim Paulaners noch nie so gegessen. Höchstens Chicken Nuggets, ist auch Hähnchen drin. Aber ja, was gibt's denn bei dir, Simone? Oh, bei mir gibt es ganz was Besonderes. Bei mir gibt es nämlich auch ein halbes Hähnchen. Und bei Stefan, wir sind alle gespannt. Ich möchte mich dann nicht ausschließen, auch bei mir gibt es heute ein halbes Hähnchen. Mit Pommes. Wenn man rausguckt, das Wetter ist trüb, können wir auch mal zu Hause bleiben, macht aber auch nichts, denn wir haben etwas Neues. So, und was es für uns jetzt Neues gibt, kann ich auch mal eben zeigen. Von Nintendo wieder Ring Fit Adventure. So, ich habe mal einen Trailer davon gesehen, aber ran ans Auspacken. Hier haben wir schon mal die Software. Das ist also noch nicht das Besondere an diesem ganzen Spiel, was mich schon sehr lange interessiert. Naja, ohne die Software geht es ja schlecht. Ja, so. Jetzt kommt das Besondere. Das hier gehört ums Bein, damit der Joy-Con auch erkennt, was man mit den Beinen für Aktivitäten macht. Genau, das wird irgendwie so, umgeschnallt. Und jetzt kommt der Ring-Con. Ich weiß nicht, Ring. Ja. Nein, da kommen die Joy-Cons halt rein. Damit kann man beispielsweise Pfeil und Bogen schießen oder so Ringe schießen, habe ich im Trailer gesehen. Und ja. Genau, also wie gesagt, sonst habe ich zu diesen Sachen immer nicht so wirklich Lust, aber dieses interessiert mich schon ganz lange, habe ich wirklich schon lange überlegt, ob wir uns das zu dritt mal kaufen wollen und damit Spaß haben werden. Und ja, wir probieren das gleich mal aus und ich bin guter Dinge, dass ich die drei vielleicht irgendwo im Wettkampf auch mal schlagen werde. In deinen Träumen vielleicht, aber jetzt ran ans Zocken und mal gucken, ob Simones Aussagen stimmen. Fertig, los! Super toll! Echt klasse! Das geht in die Weide! Ich glaube, ich habe mich etwas überschätzt. Solche Spiele liegen mir einfach nicht. Ich habe irgendwie das nicht unter Kontrolle, wie ich das steuern muss. Wie soll man das schaffen? Weiter so! So, jetzt? Wie viele Punkte habe ich denn? Ah, naja. Zweiter Platz. So, nach dieser peinlichen Blamage meiner Eltern, vor allem dir, Simone, gewinne ich jetzt das nächste Spiel. Also ich habe ja gerade mal, glaube ich, 3000 Punkte, wenn überhaupt weniger als du. Ne? Simone war ein bisschen peinlich. Ja, ich habe mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber Spaß hat's gemacht und darum geht's ja eigentlich nur, ne? Ja. Fertig. Los! Oh. Spüre die Rumpfmuskulatur. Oh. Bei dem Spannen der Bauchmuskeln ausatmen. Weiter so. Oh.
habe alle Münzen aufgesammelt sogar. Naja, ich bin wohl ewiger Zweiter, aber besser als ewiger Dritter, nicht? Du, ich bin nur so nett, ich lasse euch ja gewinnen. Ihr braucht ja einen Verlierer, ne? Ich frage mich, okay, dass Papa ein paar Punkte daneben gemacht hat, kann ich verstehen. Aber so wie Simone? Ich habe alle eingesammelt, alle Münzen. Okay, auf geht's zum dritten Spiel. Fertig? Los! Drücke nicht nur mit den Armen. Reicht das? So, ich würde sagen, Simone hat verkackt. Du, dreimal gewinnen, dreimal gewinnen. Dreimal gewinnen, du hast dreimal verloren. Dreimal verlieren hintereinander muss man auch erstmal schaffen, ne? Aber der Gewinner ist schon. Ja, ist aber eine witzige Sache, muss ich mal sagen. Wir haben noch längst nicht alles ausprobiert, da sind ja noch ganz, ganz viele Spiele bei. Wollen wir mal gucken. Ja, und es wird, wie gesagt, immer genau erklärt, welche Körperteile man trainiert. Ob man nun hier die Rückenmuskeln trainiert oder den Bizeps oder irgendwas. Das finde ich gut. Ja, also ich kann es empfehlen, mal gucken. Wir werden das in diesem Herbst und Winter wahrscheinlich ausgiebig ausprobieren. Das will ich hoffen. Macht auch irre Spaß. Nach so viel Sport brauchen wir alle eine Stärkung. Es gibt Würstchen und ein Kartoffelsalat mit Linsen aus dem Thermomix. Habe ich da gerade Linsen gehört? Ich mag keine Linsen und das weiß Simone genau. Das sind Beluga-Linsen. Das ist was anderes als das, was du jetzt denkst aus der Linsensuppe. Das ist was anderes. Es ist knackig und lecker. Ja, hast du verstanden, Stefan? Das ist was anderes. Ja, also ich bin schon mal beruhigt, dass es vom Thermomix ist, denn ich sage jetzt lieber nichts Falsches. Simone, hör zu und ich will sie auch nicht traurig machen. Der Thermomix kann ja kochen, zum Glück. Im Gegensatz zu ihr. Ihr seid beide doof. Ihr könnt ja für mich mal was mit dem Thermomix machen. Dann können wir das auch mal filmen. Ich würde sagen, wir beenden mal den Vlog ganz schnell an dieser Stelle. Ach, ja. Und den Teil mache ja immer ich. An dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Genau, tschüss. Tschüss.